Cleo ist eine 17-jährige Norweger-Mixstute. Sie hat Spat, besonders schlimm hinten links, wo sie auch immer wieder lahmt. Am Anfang hat sie Schmerzmedikamente bekommen. Die haben wir jetzt abgesetzt und tapen, um eine Schmerzlinderung und Lahmfreiheit zu erzielen. Sinn des Tapes ist, die Durchblutung zu verbessern. Spat ist ja eine chronische Erkrankung und die Sehnenstruktur in dem Bereich zu stärken. Wieder die Ecken abschneiden, damit es besser hält. Die einfachen heißen I-Zügel. Diesmal brauchen wir noch einen Y-Zügel, das heißt, es wird eingeschnitten. Und dann in Y-Form aufgeklebt. Gut. Wir beugen jetzt das Gelenk maximal, um auch wieder mit Zug das Tape aufzukleben. Wieder gut reiben, dass der Kleber aktiviert wird. Hier erreichen wir eben auch dadurch, dass wir das Tape auf das gebeugte Gelenk kleben, dass, wenn es sich zusammenzieht, wir eine bessere Durchblutung haben. Spat ist ja eine chronische Entzündung im Sprunggelenk. Außerdem wird die Achillessehne, die hier verläuft, noch unterstützt durch das Tape. Und hier innen haben wir noch einen kleinen Schleimbeutel und eine kleine Sehne, die darüber führt, die auch entlastet wird, weil das ja praktisch auch von innen auf das Gelenk drückt und die Schmerzen verursacht. Also ich habe jetzt hier einen I-Zügel angelegt über die Achillessehne, ausgehend vom Sprunggelenkshöcker, und einen Y-Zügel lateral und medial davon, um eben die Sehnenstruktur zu stützen und auch die bessere Durchblutung in dem Bereich zu fördern. Die Cleo, unsere Norweger-Mixstute, ist 17 Jahre alt. Das ist ein sehr, sehr bewegungsfreudiges Tier. Die jetzt nur noch auf die Weide zu stellen, wird nicht gehen. Da wird die wirklich leiden. Und deswegen haben wir mit unserer Tierärztin eben das Tapen versucht. Und die wurde jetzt vor kurzem das erste Mal getaped. Und die ersten zwei Tage, würde ich sagen, gab es keinen Effekt. Sie läuft sich ein und läuft auch nach dem Einlaufen immer lahmfrei. Und am dritten und vierten Tag wurde sie von einer Bekannten von mir geritten, die festgestellt hat, dass bei ihr der Antrittsschmerz im Trab, den sie eigentlich schon immer hat jetzt, die letzten zwei Jahre, dass der völlig weggeblieben ist. Und das Tape hat 5 Tage gehalten. Und es war dann auch noch eben noch 2 Tage, nachdem das Tape schon weg war. Die war so begeistert, also ist ihr direkt aufgefallen.